Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ich wollte gerade eigentlich einen schönen Aufschlag hier haben, dass die Haare auch mal ein bisschen flattern, wenn ich mir schon die Mühe mache und diese Perücke anziehe. Für knallhart durchgenommen Final Fantasy XV. Wir wollen ja auch einen schönen Einstieg haben. Aber kann es einen schöneren geben für eine neue Folge? Wir haben mit dem härtesten Cliffhanger ever aufgehört, mitten im Kampf gegen Titan, ja, der uns gerufen hat mit seiner sonoren Stimme. Und den König. Und stellt sich jetzt uns dem Kampf gegenüber. Ist vollkommener God of War-Shit. Sein, lass uns nicht warten, Regie. Wir gehen wieder rein und versuchen, Titan zu vermöbeln. Holy shit! So. Jetzt haben wir seine Angriffe pariert. Jetzt müssen wir versuchen, seinen Arm zu zerstören. Er hat aber ein bisschen viel Hitpoints. So. Die Königswaffe. Zacke die Zack. So, würde mal sagen auch, lass uns sicher auf Nummer sicher gehen und immer schön Tränke nehmen. Ah, und Igens und Prompto sind dazu gekommen. Geht es dir gut? Ja, noch. Noch, oh, knockt geht's mir gut. So, Supertrank kann ich jetzt nicht nehmen, aber... Zack, 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 zack. Ja, weil ich die Königswaffe benutze, habe ich eben leider das Problem, dass... Ja, dann nehme ich lieber ein Elixier. Habe ich das Problem, dass mir meine Energie sehr schnell weggeht. Vielleicht soll ich die Königswaffe auch doch nicht nehmen, aber es macht Spaß mit der. Oh, und da kommen die Niffen. Nimm dein Elixier, Noct. Mach einen Konduktor, Noct. Prompto. So, einmal ausweichen. Zack, 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 zack. Oh, was holt ihr denn da raus? Nehmen wir noch einen Supertrank. Rauf! Zack, Warp-Angriff. Let's do this. Dämmerbrecher. Wow, und ab. Okay. Königswaffe, kann ich sie jetzt aktivieren? Ich kann es. Let's do this. Yeah! Gerade voll aufgeladen und Exekutive bedeutet, dass ich eine super Spezialattacke loslassen kann. Ein Dämmerbrecher hinterher, bitte. Wenn er geworfen ist, dass wir schön an der Hand arbeiten können. So. Ja, und jetzt kommen die imperialen Lutscher hier auch noch dazu. So. Da. Lass uns die Lancer mal weg haben. Oh, MP-Stase. Ah, fuck, fuck, fuck. Okay, warte mal. Wenn ich hier schon Stase habe, dann nehme ich lieber doch ein Elixier. Kommt, Jungs, hau drauf. Okay, Dämmerbrecher. Kriege ich das noch hin? Ja, zumindest nicht mehr da. So. Jetzt muss ich die Lancer mal wegzimmern. Oben. Warpunkt. Okay. So, Leute, hier ein Dämmerbrecher noch dazu. Haut drauf, Leute, haut drauf. So. Verdammter Lancer, geh weg. So. MP-Stase, shit, 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 shit. Rauch in den Warp. Nimm
Aha, scheiße, Stase. Wo? Da, Punkt Warp. Ja, shit. Punkt Warp. Punkt Warp. Wo bist du? Da. Block ist. Komm. Okay, Eisra. Oh, sehr gut. Okay. Ah, ich kann ja auch mal. Warte mal, ich kann ja auch doch mal ein bisschen Magie. Ja, warum nicht? Das hier hast du, ey. Ausrüstung. Lass mal die Königswaffe mal weg. Machen das als du, ey. So, und ich gebe mir ein Super-Elixier. Komm. Und da kommt das Eisra. Und fuck it. Yeah, Arm abgesäbelt. Ja, sorry Titan, aber den kannst du nicht mehr benutzen. Alle noch da? Ja, gerade so. Ist es endlich vorbei? Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Oh, verdammt! Ja, Luna war hier. Wir haben gerade einen Pakt geschlossen mit Titan. Wir können ihn jetzt heraufbeschwören zu bestimmten Situationen. Coole Sache, ne? Mist, wir sitzen fest. Das Imperium. So verwirrt. Hattest du bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein. Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct. Schon gut. Ja, das war ja mal was, ne? Noctis hat das Siegel des Riesen, ein Zeichen von Titans Segen erhalten. Das heißt, wir können ihn jetzt heraufbeschwören im Kampf. Es funktioniert hier aber nur als sogenannter Near-Death-Limit. Das bedeutet, wir müssen schon quasi im kritischen Zustand sein und dann müssen, so ein bisschen wie bei Final Fantasy XIV, ja, wenn du Odin heraufbeschwören kannst, da sind auf einmal diese Flocken in der Luft, dass ich mich daran noch erinnern kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin sogar ein Level aufgestiegen, geil. Dann sieht man diese Flocken in der Luft, wie Schnee ungefähr, und dann kann man ihn heraufbeschwören, den Titan. So hast du wenigstens ein Foto gemacht. Ja, geil. Das ist noch ein schönes Foto prompto. Das behalte ich hier. Und ja, was haben wir mitbekommen? Alter, gehört so, darf man das? Man darf nur nicht nur, man sollte. Das nehmen wir so mit. Ach hier, ich beim Autofahren haben wir auch nicht so häufig. Das ist mir zu wischiwaschi. Und Ignis haben wir eigentlich genug. Arden ist der Kanzler von Niflheim. Das höchste Tier quasi bei denen. So ein Halodri. Arden Isunia. Also sind wir jetzt in Kapitel 5 angekommen und Gefangene des Imperiums. Dunkle Wolken, knapp mit dem Leben davongekommen, steht den vier Freunden schon das nächste Problem ins Haus. Der Regalia, den sie auf der Cortez-Platte geparkt hatten, ist verschwunden. Zu allem Überfluss hat das Imperium auch noch alle Fluchtwege abgeriegelt. Jetzt ist guter Rat teuer.
hätte man nicht gedacht, obwohl, naja gut, man hat ja schon gedacht, dass mit Arden ein bisschen was im Argen ist, aber dass der der Kanzler von Niflheim ist, die, ja, das Imperium, die Leute, die unsere Heimat in Somnia, ja, Luzis zerstört haben, unseren Vater umgebracht haben, alles in Schutt und Asche gelegt haben, die Niffen, ja, die das Land übermannen mit ihren Magitek-Infanteriesoldaten. Und da ist er der Kanzler von. Der Helmut Kohl von Niflheim. Ne, kennen wir heute gar nicht. Heute würde man die Angela Merkel, aber der Gag passt nicht ganz so gut. Obwohl er hat eine Frisur wie Angela Merkel. Kann man auch sagen. Kanzlerin Arden Merkel. Sollen sie für die deutsche Version, hätten sie mal so ein Patch machen können, also so ein Skin, wo man Ardens Modell gegen Merkel Modell rüberziehen kann. Das hätte ich ganz lustig gefunden. Immerhin, wir haben den Pakt mit Titan geschlossen. Luna Freya war da, sie hat anscheinend das initiiert. Ja, sie hat wohl mit Titan gesprochen oder mit ihm wohl so abgesprochen, dass er nach uns ruft. Ich denke mal, also ich interpretiere das jetzt rein, ich weiß es nicht zu 100% mehr genau. Aber hat ihn quasi bereit gemacht, damit wir zu ihm kommen und wir dann nicht nur die Königswaffen einsammeln, von der wir ja auch eine hier gefunden haben, sondern auch die ganzen Summons, die ganzen Esper, die ganzen Guardian Beasts oder Guardian Forces, Esper Beasts, wie man sie auch immer nennen möchte. Und Titan ist eine davon. Einige Tage später. Dann Travus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Ja, Ravus, den wir gerade gehört haben. Zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir ihn für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Cortez-Platte verschwunden ist. Ist für den Tourismus nicht ganz so gut. Guck mal, ob die jetzt noch was sagen. Ich weiß es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Der Regal ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber das hatten sie uns nicht gerade gefangen genommen. Die suchen uns doch als Terroristen. Hier. Ravus, den wir gehört haben, den haben wir gesehen vor einiger Zeit in einer der Cutscenes. Das ist dieser weißhaarige Typ. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Ihr meint etwas? Gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra. Oh, Umbra. Hat eine Nachricht von Luna. Ich will vielleicht... Ja, oder? Na gut, Ravus Nox Fleury. Hieß der Typ. Vielleicht könnt ihr selber erkennen, was für eine Person dieser Kerl ist. Aber ich würde es wahrscheinlich eher dann erst erwähnen, wenn es die Story dann nochmal klarer macht. Aber es sollte eigentlich schon deutlich sein, dass dieser Ravus doch eine Nachricht für uns hat. Eine spezielle Bewandtnis hat. Hinterher. Komm, Umbra. Einer der beiden Hunde von Luna. Ich habe meine Chocobos auch schon ganz gut ausgebildet. Wir werden vielleicht machen wir mal ein Chocobo-Rennen. Das habe ich nämlich bisher noch gar nicht gemacht. Aber mal gucken. Erste Order sollte wahrscheinlich sein, den Regal ja wiederholen. Aber vielleicht hat auch Umbra hier irgendeine coole Info für uns. Aha. Kentiana! Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramon. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad. Von der Kanagi. Von Luna? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich.
Mhm. Also wenigstens eine Nachricht von Luna für mich. Aber sie hat bestätigt, Gentiana, was wir uns gedacht haben. Noctis, ich bete für deine Sicherheit. Ach. Dass sie uns den Weg ebnet, damit wir die Esper holen können. Ramo ist die nächste Station. Dank dir habe ich Titans Segen erhalten. Bei mir ist alles okay, verstanden. Die beiden sind so ein bisschen unpersönlich. Komm, lass mal das. Ich hätte wahrscheinlich eher was anderes reingeschrieben. Was hast du gerade an? Nein. Das ist ja eine komplett andere Art der Kommunikation. Sowas schreibt man ja nicht in ein Buch rein. Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Ramos Segen. Noctis muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Hier heißen die also Astralkräfte. Berühre die drei Steine Ramos, die in der Region Daska verteilt sind. Auf dem Rücken eines Schokobus lassen sich die langen Strecken besser bewältigen. Es funktioniert hier anders als in der Demo. Wenn Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. Mhm. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Und, was machen wir derweil? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Ein kleiner fetter Chocobo ist da unten. Ja, wir haben ja einiges zum Aufarbeiten, ne? Also, wir haben ein bisschen was über erfahren, wie das mit den Kristallen funktioniert, ja? Die Könige von Insomnia, oder die Königslinie, hat den Kristall so lange beschützt, bis der wahre König ermittelt wird. Einer der Blutlinge wird einer sein und anscheinend ist es Noctis. Er wurde von Kindesbeinen an vom Kristall erwählt, um ein für alle Mal das Böse in der Welt zu bezwingen. Und da helfen alle mit, inklusive der Kanagi, die religiöse oberstehende Kraft, die jetzt von Luna wohl dann ausgeschöpft wird. Ein bisschen so, es fühlt sich trotzdem wie arrangierte Hochzeit, aber ich glaube, die beiden mögen sich auch. Was darf's denn sein? Weil sie sich als Kinder schon kannten. Und mein Gefühl ist auch, hier, Luna ist doch älter und größer als Noctis, ne? Also nicht nur so um ein Jahr, die ist auch körperlich doch als Kind größer gewesen. Ich hätte ja auch gesagt, dass sie vielleicht mal 5 Jahre älter ist oder so. Also 15 und eher 10 damals, kann es sein. Auch ein bisschen Barretaurus-Fleisch noch mit dazu. Aber das wissen wahrscheinlich unsere Experten, die die Guides sich alle geholt haben. Die Komplettlösung am besten. Ach, das ist so teuer, das möchte ich alles gar nicht kaufen für Sticker, den ganzen Bullshit. Und die Sachen habe ich hier schon alle gekauft. War mir ein Vergnügen. Zumindest, wir konnten ja in der Episode Duska in der Demo bereits Ramo holen, nur da war es anders verteilt, da mussten wir den Behemoth bezwingen und dann einfach einen Dungeon machen, um Ramo zu holen, um den Behemoth zu bezwingen. Hier müssen wir die drei Steine des Ramo berühren.
Ich werde mir womit kann ich heute zusätzlich dienen? Gleich nochmal ein alles in Ordnung bei euch? Ein Essens-Power-Up sozusagen holen, weil wir keinen neuen Ortsinfos. Ich habe hier bei den Quests, die ich gemacht habe, ein neues Rezept entdeckt und schaut euch mal an, was für ein Turm an Essen ich mir hier kaufen unsere kann. Spezialitäten. Schokomoppelburger. Gucken wir nochmal rein. 1100 Gil kostet der. LP Maximum plus 400 und Erfahrungspunkte gewinnt plus 50%. Sind sogar 50% mehr Erfahrungspunkte. Einen Augenblick bitte. Wir hauen uns das mal rein und schaut euch mal an, was für ein Berg das ist. Essen fassen. Alter Verwalter. Aber ist für alle gedacht, oder? Das sind ja 3, 4, 5 Sandwiches auf einmal drauf. Kriegen aber einen guten Boost. Und schaut mal wieder vorbei. Ja, schauen wir mal wieder vorbei. Und wir mieten uns ein paar Chocobos. Ihr werdet vielleicht sehen, ich habe meine Chocobos auch individualisiert. Das kann man nämlich hier auch machen. Man kann denen einzelne Farben geben und Namen kann man denen auch geben. Ich hole mir mal die volle Pulle jetzt hier, ja, damit wir nicht darauf verzichten müssen. Oh, was geht hier eigentlich? Wieso sind die Straßen denn jetzt auch tagsüber? Ach nee, interessiert mich doch nicht. Die Niffen meinen, es wäre zu unserer Sicherheit. Da stehen auch die Straßen, alles dicht hier. Hol mir den Chocobo. Tag? Da ist er. Den meinen habe ich zu einem dunklen Orange gemacht und die anderen auch eingefärbt. Da, schaut euch an. Gladio hat einen roten, Ignis einen blauen und ich habe den gelb belassen bei Prompto. Obwohl, vielleicht wechsle ich grün dann nochmal später mit ihm. Es gibt viele Abstufungen. Ich habe sie auch schon mal ein bisschen aufgelevelt. Schade, dass ich schon gegessen habe, weil sonst hätte ich nochmal an einem Zeltlager gepennt und denen nochmal ein bisschen so leckeres Gras zum Essen gegeben. Also das richtige Gras. Ja, was auf dem Boden wächst. Dann könnte ich nämlich die Geschwindigkeit fast verdoppeln von den Chocobos und die würden wie Autos über die Gegend hier drüber latschen. Aber es sollte, glaube ich, schnell genug für uns sein. Also, wie funktioniert das anders mal, hier, der Ramu-Quest? Hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Sie ist sicherlich eine Göttin. Göttin im Auftrag der Götter. Wow. Also ja, reden noch mal ein bisschen über Gentiana, die Frau, die wir gesehen haben, die Begleiterin von Luna, die jetzt zu uns gekommen ist mit den Ordnung. Noctis kann sie hören in seinem Kopf auch. Sie hat ihn beauftragt, what the hell ist das denn? Eine Riesenkröte? Ist mir egal, da laufe ich dran vorbei. Wie lautet der Plan? Lauf einfach weiter. Wir ignorieren das Ding. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Also, um den Punkt noch mal dann zu Ende zu bringen, bevor die dann wieder anfangen zu labern. Ramu holt man jetzt hier, indem man 3 Punkte in der Duskar-Map erreicht. Also wenn wir hier auf die Karte raufgehen, ihr seht, ja, ich bin hier quasi in der Demo-Gegend, wo wir auch den Behemoth gelegt haben. Hier ist die Angelstelle, hier ist die Chocobo Ranch. Und hier ist der erste Punkt und die anderen sind, glaube ich, ganz verteilt. Irgendwo hier war der zweite und der dritte ist, glaube ich, dann doch die Höhle, die man eigentlich besucht hat. Also ein bisschen anders. Und wir wären hier eh mit dem Auto nicht entlang gekommen. Also passt es auch ganz gut, dass wir die Chocobos benutzen. Meiner heißt übrigens Chocoboco. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil mein Gesicht da drüber ist. Aber ich habe ihn Chocoboco genannt. Warum nicht? Muss ja nicht mal Chocobo sein. Titan, jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Ich laufe daran vorbei. Ist es sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, kämpfen möchte ich jetzt nicht. In großer Gefahr. Das möchten wir lieber schön fix machen, okay? Das war eine falsche Taktik. Dann lass es mal hier rüber. So, besser geklappt. Ich weiß auch nicht, ob ich dann den kompletten Weg mit den Chocobos gehen kann. Dann sehen wir aber, es blitzt sich schon einigermaßen zu. Und da so einen dieser Ramu-Bäume haben wir eigentlich unten in der Dungeon-Höhle, ja, in der Endhöhle im Dungeon gesehen. Und dann haben wir eigentlich Ramu, nachdem wir es berührt haben, aber das ist hier nur der erste von dreien. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Was ist denn passiert? Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber
Eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden. Vielleicht will ich das aber nicht. Um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Guck mal, sie hat die Augen mal aufgemacht. Das war... Kentiana. In Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Na gut, der andere Weg wird sein, dass wir einen Chocobo rufen, der bereits da ist, immer wenn ich mich umdrehe. Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Ja, stimmt, sie verursacht auch Kopfschmerzen. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Ja, wir es auch erfahren. Luna weckt Götter. 1 Kilometer haben wir es noch ingame-mäßig bis zur nächsten Location hin. Ich laufe währenddessen weiter. Jetzt ist die Werbung angesagt. Ich hoffe, wir kommen vielleicht sogar an, bevor der nächste Part losgeht. Bleibt dran und wir sind hoffentlich bald wieder da. Bis gleich.